Historie und Zeitgeist sind seit jeher im Freiberger Brauhaus eng miteinander verbunden. Zum Start in die neue Saison ergänzt das Freiberger Brauhaus im 170. Jahr seines Bestehens sein Sortiment um eine sommerliche Innovation. Zur Produktpräsentation lud das Freiberger Brauhaus zur Pressekonferenz in den Brauhof nach Freiberg ein. Mit Freiberger Grapefruit Naturtrüb betritt ein neues, fruchtig-herbes Biermischgetränk den ostdeutschen Biermarkt. Natürlich spritzig mit echtem Grapefruitsaft und ohne künstliche Süßungs- und Konservierungsmittel. Vorgestellt wurde das neue Freiberger Grapefruit Naturtrüb von Braumeister Michael, Geschäftsführer Holger Scheich und Frank Rehagel, Marketingleiter im Freiberger Brauhaus. Nach der erfolgreichen Einführung des Radlers, des naturtrüben Radlers im vergangenen Jahr, war es einfach die Idee, die Überlegung, ein neues Produkt zu kreieren. Und da war eben der Geschmack von Grape gegeben. Und Grape ist einfach eine sommerlich exotische Frucht, die sich gut mit dem Bier harmonisch vereint. Und somit ist Freiberger Grapefruit die neue Geschmacksrichtung für diese Saison. Das Freiberger Brauhaus folgt damit einem Trend sowie der gestiegenen Nachfrage in der Region. Der Erfolg der vielfältigen Sortimente hat gezeigt, dass die Brauerei mit ihrer Marke auf dem richtigen Weg ist. Mit dem neuen Produkt wird eine noch größere Vielfalt für eine noch breitere Verwenderschaft angeboten, aber auch für alle treuen Freiberger Fans, die sich noch mehr Abwechslung wünschen. Diesen Trend belegen auch die Zahlen des Statistischen Bundesamtes. Immerhin machten Biermischgetränke im Jahr 2019 mit 439,5 Millionen Litern 4,8% des gesamten Bierabsatzes aus. Seit 2. März gibt es das neue Freiberger Grapefruit Naturtrüb als 20x 0,5 Liter Mehrweg sowie als 6x 0,5 Liter Mehrweg Gebinde im teilnehmenden Handel. Freiberger Grapefruit ist aktuell in den Handel gestartet. Über 1000 Kisten haben unsere Brauerei verlassen und die Sonne steigt höher und das Produkt wird sich weiter in der Distribution im Handel erfreuen. Natürlich wurde auf den neuen Freiberger Biergenuss mit einem passenden Trinkspruch angestoßen. Wenn im Walde ruft die Wachtel und der Mutti juckt die Schachtel und der Vati hat einen Ständer, dann ist Frühling am Kalender. Prost! Krebs auf! Wie schon erwähnt, begeht die Freiberger Brauerei ihr 170-jähriges Jubiläum. Wir sprachen diesbezüglich mit dem Geschäftsführer Holger Scheich. Ja gut, wir haben das Jahr 2020 und vor ungefähr 170 Jahren haben sich die brauberechtigten Bürger aus Freiberg quasi zusammengeschlossen, haben gesagt, wir brauchen, um einfach wirtschaftlicher zu arbeiten, besser zu arbeiten, eine gemeinsame Braustätte. Und diese Braustätte ist hier, wo wir uns jetzt befinden, im Brauhof zu Freiberg. Denn dieser ist am 11. August 1850 eröffnet worden. Und das war die Braustätte und quasi auch die Geburtsstunde unserer Brauerei. Deswegen feiern wir in diesem Jahr 170 Jahre Freiberger Brauhaus. Wir spannen über das gesamte Jahr einen Bogen von vielerlei Veranstaltungen. Wir beginnen Ende April, am 30. April mit dem Maifeuer, was alle kennen, gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr in Freiberg, draußen auf dem Gelände der Brauerei. Wir werden weitergehen mit dem 21. Mai, mit dem Männertag, Christi Himmelfahrt bei uns an der Brauerei. Wir nennen das zurzeit Männerspielplatz. Wir werden also ganz viele Aktionen und Aktivitäten uns ausdenken oder haben sie schon ausgedacht und dort durchführen für Freunde, für Krüppchen, die unterwegs sind. Also kommen Sie alle vorbei, das ist wirklich spannend. Es gibt auch das Human Soccer Turnier wieder, das altbewährte. Das wird weitergehen mit den Freiberger Sommernächten, Juni, Juli, August, Anfang September. Dazu wird es noch nähere Informationen geben. Wir haben auch in diesem Jahr unser wirklich altbewährtes und sehr, sehr beliebtes Freiberger Brauhausfest wieder am Start, vom 7. bis 9. August. Auch da sind Highlights dabei, die wir zu späteren Zeitpunkten verkünden werden. Und das Jahr schließen wir dann mit dem Bockbieranstich am 2. Oktober, wo die Bockbiersaison und damit die Wintersaison für uns eröffnet wird. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage unter www.freiberger-pils.de.